Ja, du bist da rausgegangen. Was? Wer ist vorausgegangen? Die ist da rausgegangen, die ist hier nicht gefangen. Ja, okay, Vielleicht hat aber sie noch ist das sie nicht wieder draußen. vergessen. Dann machen wir es mal auf. Und jetzt springen. Hoffentlich. Vielleicht sollten wir mal abspeichern. So zwischendurch. Ja. Und dann gehe nach unten. Spring! Spring! Das geht nicht. Wow. Jetzt ist sie doch in einem Wie es Turbolift. aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Ja. Gibt's hier irgendwas? Dachkantine! Ach, Dachkante, nicht Kantine. Jetzt hatte ich schon Hunger. Ah, jetzt können wir von hier wahrscheinlich das Gitter aufmachen, damit wir, wenn wir in die Zelle zurückgesperrt werden, können wir dann vielleicht hier durch entkommen. Om nom nom. Benutzen wir einfach mal den Zehennagel mit Wie dem viel Gitter. Sehen Nagel Sie hat nun die Naja, ist das der erstaunliche dritte, Ätna und oder? ihre Der tanzenden vierte. Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Stimmt auch wieder, aber probieren wir es mal. Ja, jetzt ist er zumindest mal offen, würde ich sagen. Gehen wir mal hier dann zurück. Und schauen mal, was hier noch so keucht. Halt, vielleicht machen wir das Fenster zu, so Beweise vernichten und so. Nein, 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 nein. Benutze. Geht nicht mehr, okay. Dann gehen wir Die raus. Glühbirne. Geht nicht. Ist nix. Ach so. Ja, Los. noch. Und auf in den Flur. Ah, da ist der Typ. Es gibt nur unsere Zelle hier. Um die Ecke. Wollen wir um die Ecke gehen? Ja. Okay. Hey! Hallo. Oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Ich glaube nicht. Rein da. Hoch da. Weg da, raus da. Und ja, dann mal zurück in die Zelle. Nochmal den Ventilator angucken. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Ich dachte, sie kann ihn nicht mitnehmen. Nicht. Ah, okay. Warum denn? Nein, er ist kaputt. Aber Warum man bist könnte du einen denn prima kaputt? kaputten Hubschrauber daraus Keine Ahnung, basteln. weil der Typ uns verfolgt. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber Hat sich anstellen? bestimmt schon wieder Stimmt. hingesetzt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Seufzschmunz. Soll ich wieder reingehen? Ja, jetzt mal probieren. Jetzt reden wir mal mit dem Gitter. Guck, was der Typ da draußen jetzt sagt. Dreht bestimmt durch. Lass mich raus. Vergiss es einfach. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Warte mal, vielleicht können wir. Vielleicht können wir den Kerl ablenken irgendwie. Es gibt ja wahrscheinlich nicht umsonst zwei oder hier einen Weg im Kreis. Vielleicht können wir hier rein und da raus. Wir müssen den Typ in die Zelle sperren. So, und jetzt gucken wir uns den Stiesel mal an. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht, dann können wir mit ihm reden vielleicht. Das klappt so nicht. Okay, dann gehen wir um die Ecke. Hey! Oh, ich verdufte lieber. So, der müsste uns doch jetzt eigentlich verfolgen, wenn er jetzt schlau wäre halbwegs. Warte gefälligst! So, dann warten wir hier kurz. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Oh. Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Oh. Yep. Der kann blocken. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher: nochmal wird das nicht vorkommen. Wenn er meint. Ich dachte vielleicht, dass wir irgendwie hier reingehen könnten. Hier durch. Und dann könnten wir ihn ablenken. Dann verfolgt er uns in das Zimmer und wir gehen außenrum in das und wieder raus und wieder raus. Also, du verstehst, was ich meine, oder?
Mach mal. Ja, aber das klappt irgendwie nicht. Dafür müssen wir jetzt nochmal um die Ecke. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Und, warte gefälligst! Dann gehen wir jetzt hier rein. Und dann ist der Typ auch mal wieder weg. Willst du ihn aussperren? Verdammt. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Das muss doch nur schnell genug Marsch sein. Marsch zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Ah. Läppisch. Okay, das hatten wir auch schon. Du musst einfach nur schnell genug sein. Ich probier's einfach mal. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher. Nochmal wird das nicht vorkommen. Dann probieren wir es aber nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Außer es klappt beim dritten Mal nicht. So, raus da. Und hierher. Jetzt beeilt man sich einfach mal. So. Hi ho! Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. So, Stiesel. Filmen wir dich mal ein bisschen an der Nase. Warte gefälligst! Ne? Würde ich sagen, da raus. Und dann Mauszeiger, da raus. Und dann darüber. Oh, scheiße. Was soll das? Komm sofort wieder rein! Du brichst dir doch alle Knochen! Komm doch raus und hol mich! Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling! Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Klappt doch, dachte ich mir. Jetzt gehen wir hier rein, weil der ahnt bestimmt nicht, dass es hier durchgeht. Und dann gehen wir durch Dr. Marcells Büro wieder nach draußen. Und dann raus hier. Nein, verdammt. So schnell, Süße. Na. Hab ich dich doch noch erwischt. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Ah, dachte ich, ich wäre schlau. Wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle. Renn doch. Willst du meine Antwort hören? Renn doch. Läppisch. Na. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Unsere waren Poloschläger. Okay, Houdini. War schon immer Minigolf. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher. Ja, nochmal wird das nicht vorkommen. Hm. Ah, muss ich vielleicht die Tür von außen zuschließen? Ah, ich hab's. Weißt du noch, was sie über die Säule gesagt hat? Die kann sie höchstens ein paar Meter weit verschieben. Wenn wir die vor die Tür schieben, kriegt ihr die nicht mehr auf. Stimmt. Muss ich jetzt da raus? Ja. Muss aber schnell sein. Also raus und ihn locken und dann wieder ins rechte Zimmer verschwinden. Außen rum und dann die Säule davor schieben. Obwohl die Tür geht nach innen auf, gell? Bringt das vielleicht auch nichts. Hm. Versuch macht klug, würde ich sagen. Hey! Jetzt schnell. Oh, oh. Ich verdufte lieber. Jetzt ins rechte Zimmer. Warte gefälligst! Rechtes Zimmer. Und jetzt so schnell wie möglich zum Fenster. Und dann noch die Dachkante oben. Was soll das? Komm sofort wieder rein! Du brichst dir doch alle Knochen! Ja, ja. Komm doch raus und hol mich! Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Ja, Feigling, Feigling! Ja, jetzt ja lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Da rein. Ja. Und dann in Dr. Marcells Büro. Und dann da raus. Und dann benutze Säule. Und jetzt raus. Hey, du bist schlau. Und jetzt schnell um die Ecke und... Nein, so schnell, wie macht er das? Hab ich dich doch noch erwischt. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle. Willst du meine Antwort hören? Ja, schon. Wie kam der da raus? Ja, wie gesagt, die Tür geht nach innen auf. Musst du schon früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher.
Nochmal wird das nicht vorkommen. Mhm. Hm. Dann würde ich sagen, hören wir an der Stelle mal auf und nehmen irgendwann anders weiter auf. Oder? Jo. Dann speichern wir noch schnell ab. Zack, zack, zack. Und ich würde sagen, tschö, bis zum nächsten Mal. Tschüss.